Hallo und willkommen zum Hotlick der Ausgabe 424 des Acoustic Player unter dem Motto Traditionals. Und was könnte traditioneller sein als ein schöner alter Fingerstyle Blues? Ich habe für euch einen Blues-Chorus ausnotiert, irgendwo zwischen Country Blues und Delta Blues, und zeige euch Takt für Takt, wie das Ganze gespielt wird. Die Basis ist wie so oft bei Fingerstyle Blues der Daumen. Und der Daumen spielt hier jeweils den Grundton der Akkorde in einem Shuffle Groove. Wir sind in der Tonart E, was sehr angenehm ist, weil zumindest bei E und A gibt es schon mal die Grundtöne als Leerseiten. Das heißt, der Daumen bei einem E-Akkord spielt die Shuffle-Achtel. Ich würde das hier mit einem leichten Palm-Mute nehmen. Den Palm-Mute aber tatsächlich nur auf den tiefen Saiten machen, damit die ganzen Fills und Akkordteile, die wir oben spielen, schön ausklingen können und der Bass einigermaßen perkussiv ist. So, jetzt schauen wir uns mal die erste Phrase an. Die benutzt Terzen auf G- und H-Seite. Diese drei. Und im Shuffle Groove rhythmisch platziert geht es dann so. 3, 4. Nochmal. 3, 4. Das war schon Takt 1, mal so im mittleren Tempo gespielt. Und ihr habt gemerkt, ich kann das ganz gerade spielen. Mit gerade meine ich jetzt nicht die Rhythmik, sondern die Artikulation, also sehr sauber und, sag ich mal, schul- und notengerecht. Ich kann aber auch zum Beispiel hier schon einen kleinen Slide benutzen. Ja? So, die zweite Phrase auf E benutzt diese Terzen. Und die letzte könnt ihr entweder so spielen, also aufgefächert auf G-Seite mit einem chromatischen Vorhall der leeren G-Seite. Oder hier sogar ein Hammering machen. Das hängt davon ab, ob ihr das hinkriegt, das Hammering in Time zusammen mit dem Daumenanschlag zu machen. Das ist so eine kleine spieltechnische Herausforderung. Also Takt 2. Nochmal 3, 4. So, dieses Motiv kommt zweimal. Vielleicht könnt ihr schon mitspielen. Probieren wir mal die ersten vier Takte. 3, 4. Okay. Jetzt kommt praktisch das Gleiche auf A. Wir nehmen die leere A-Seite im Bass. Und unsere Terzen liegen beim ersten Motiv hier. Das könntet ihr auch hier spielen. Das sind die gleichen Töne, nur ein bisschen anderer Sound. Zweites Motiv. Hier kommen wir auf so einen A-Dur-Dreiklang auf den oberen drei Saiten raus. Okay, spielen wir mal das A-Motiv, die nächsten zwei Takte dieser Form. 3, 4. Nochmal. 3, 4. Dann geht's wieder zum E-Motiv. Wenn man von A zum E geht, könnte man das G im Bass als Verbindungston machen. Also wir sind noch auf dem A-Motiv. Entschuldigung. Ja, das G mit einem kleinen Snare-Band. Und in dem Moment würde ich kurz den Palm-Mute der Bassseiten lösen. Und vielleicht sogar die Saiten so ein bisschen von unten anreißen,
dass sie auf die Buntstäbchen zurückknallen, einfach um das Ganze ein bisschen prägnanter und bluesiger klingen zu lassen. So, das waren die Basslinien und Riffs von den E- und A-Akkorden. Da seht ihr, wir arbeiten im Grunde mit einem Shuffle-Bass plus darüber ein bluesiges Riff in Terzen gelegt. Jetzt kommen wir zum H-Akkord. Der wird als H7 Kreuz 9 gespielt. Das ist der Akkord. Dann nehmen wir den vierten Finger weg, sodass die leere H-Seite die Top-Note wird. Also H7 Kreuz 9 und H7. Jetzt mit der Rhythmik. 3, 4. 2, 3, 4. Das war der Takt H7. Und jetzt kommt die dichteste Stelle. Der nächste Takt ist nicht einfach nur ein A7, sondern wir nehmen das Cis in den Bass, kriegen ein A9 über Cis. Dann ein D9 und ein E9. Also da habe ich die Bluesform harmonisch ein bisschen abgewandelt und verdichtet, dass es ein bisschen interessanter klingt. Nochmal die Chords. A9 über Cis, D9 und E9 in so einer speziellen Form. Die ist einfach zu greifen. Ihr seht, das ist ein Teil dieses E9-Griffes. Nur die oberen drei werden gegriffen, plus leere tiefe E-Seite. Davor mache ich einen leichten Slap, also zwischen dem D9. Einmal ein geräuschhaftes Anlegen mit den Fingern. Und zwar so, dass euer Daumen auf der tiefen E-Seite landet und die drei Finger auf den drei oberen Seiten. Damit ihr sofort nach dem Slap auf den Seiten seid für den Anschlag des E9-Akkordes. Ich zeige euch mal den Takt in Zeitlupe. 3, 4. Zwei, drei, vier. Okay? Jetzt kommt der Turnaround. Die 1 bleibt frei und ab dann geht es mit diesem Griff. Zweiter Finger A-Seite 5. Bund, erster Finger G-Seite 4. Bund. Die werden zusammen angeschlagen mit Daumen und Zeigefinger. Dann kommen Achteltriolen mit leerer H- und E-Seite und der Griff geht chromatisch abwärts. Bis wir hier sind auf einem E7 und der kriegt wieder eine Verzierung. Hier am besten mit Hammering On von der leeren G-Seite zum ersten Bund. Und wir schieben die Dominante nach. Bassverbindung, erster Finger, 5, 6, 7 sind die Bünde und dann legen wir hier den 7 Kreuz 5 Griff dazu, einfach damit am Ende nochmal wirklich so eine bisschen spannende Sache passiert. Also diese letzten drei Takte oder wenn man den H7 Kreuz 9 dazu nimmt, die letzten vier Takte sind mit Sicherheit die schwierigste Stelle, aber dafür auch die interessanteste Stelle. Ich spiele es euch nochmal ganz langsam vor, ab dem H-Akkord. 3, 4. Ich habe selbst gemerkt, ich habe noch so einen geräuschhaften Anleger gemacht nach dem E7 im ersten Takt. Stelle ich frei. Könnt ihr genauso machen, müsst ihr nicht machen. Ist vielleicht auch nur so eine Angewohnheit von mir. Okay, jetzt spiele ich euch das Ganze mal vor im langsamen Tempo. Es kann sein, dass ich einfach bluesgerecht so ein paar kleine Schmutzigkeiten noch einfüge, die ich jetzt nicht sonderlich erwähnt habe. Das lässt sich im Grunde, wenn man stilgerecht spielt, kaum vermeiden. So soll das Ganze klingen, langsam gespielt. A 1, 2, a 3, a 4.
und so weiter. Es lohnt sich, das Ganze auch nochmal in einem schnelleren Shuffle-Tempo zu üben und versuchen, da auch so einen typischen, etwas flotteren Groove zu kriegen. Da hat man natürlich weniger Zeit für solche, sag ich mal, Fills, schmutzige Artikulationstechniken. Da spielt man wahrscheinlich ein bisschen reduzierter, einfach aufgrund des schnelleren Tempos. Ich probiere es mal für euch ein bisschen schneller zu spielen. Vielleicht könnt ihr schon mitspielen. Wenn nicht, habt ihr eine Motivation oder eine Anregung, wie das Ganze klingt, wenn man es auf Tempo bringt. One, two, three, four. Und so weiter. Das wäre die schnelle Version. Nehmt es einfach mal vielleicht als Zieltempo, was man im Lauf von mehreren Tagen üben an diesem Blues erreichen kann. Und ansonsten wünsche ich euch mit diesem E-Blues im Country Delta Blues Style als Hotlick Acoustic Player 424 viel Spaß. Ciao.